Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Asozial Allstars 3 Box von 102 Boys. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxeninhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Asozial Allstars 3 von den 102 Boys. Das Ganze am 1.11. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Die Box ist quadratisch und recht flach. Dafür vom Umfang her recht groß. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine Box, quadratisch, wie gesagt. Das Cover ist in einer Hochglanzoptik und erinnert mich vom ersten Moment an so ein altes PlayStation-Cover, also an die ersten Konsolenspiele damals. Die haben ungefähr so ausgesehen vom Layout her und vom Cover her. Also das ist echt Nostalgie pur, dieses Cover. Hier haben wir jede Menge Text und Details, die wir lesen. Unter anderem lesen wir hier eben 102 Boys. Dann richtig groß hier in der Mitte mit grünen Blitzen Asozial Allstars 3. Dann haben wir hier die diversen Herrschaften, die sich hier scheinbar in einem Cage befinden. Also sieht so aus wie in einem Stadion, wo irgendwie Wrestling oder MMA stattfindet. Und hier innerhalb dieses Cages eben die einzelnen Jungs. Unter anderem hier mit einem Klappsessel, klassisch Wrestling. Was haben wir noch? Den Gürtel. Also jede Menge so Wrestling- und Kampfsport-Elemente. Das Ganze ist erschienen über Jinx Music. Und dann haben wir hier noch einen Hinweis, Mature 18+. Also hier ist, wie auch bei den Konsolenspielen, ein Altersverweis. Ja, also gelungenes Cover in meinen Augen. Auf der Seite in Schwarz und Blau. Ebenso, hier ebenso, hier ebenso. Auf der Rückseite haben wir dann mal den Blick um das gesamte Stadion. Und hier dürfte der Cage komplett mit Stacheldraht umzäunt sein, dass hier keiner entkommen kann. Dann lesen wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Also das Ganze über Jinx Music erschienen. Chapter One hat den Vertrieb gemacht. Und hier eben Barcode und hier auch nochmal die Beteiligten. Sehr schön. So, genug zur Box. Wir schauen uns mal den Inhalt an. Von innen die Box in schwarz, also der Deckel. Und dann kommen wir zum Innenleben. Ich sehe schon, hier ist ein bisschen etwas verrutscht von diesem Schaumstoff. So, wir haben hier einmal ein Poster, eine Fahne. Dann haben wir hier ein kleines Kartonschächtelchen. Hier dürfte sich der Flachmann drin befinden. Dann haben wir hier einen Stickerbogen. Das dürfte auch nochmal ein separater Sticker sein. Ein Wimpel und, jawohl, ihr seht richtig, wir haben hier tatsächlich drei Alben. Denn, wie es der Titel vermuten lässt, Asozial Allstars 3, ist das eben der dritte Teil. Teil 1, Teil 2 liegt hier auch bei. Meines Wissens ist das bei diesen beiden Alben eine absolute Premiere, denn die gab es, soweit ich weiß, nur digital. Und jetzt gibt es die auch physisch. Also da freue ich mich auf jeden Fall riesig, dass man die beiden ersten Teile hier auch mit reinpackt. Und alleine wenn man jetzt drei reguläre Jewel Cases hat und das Ganze nicht einfach irgendwie in eine Papphülle oder so billig gelöst hat, das ist auf jeden Fall echt hochwertig. Jawohl. So, dann haben wir hier noch so eine Schaumstofffüllung, damit die Alben hier entsprechend gut gepolstert sind. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen und machen derweil die Box zur Seite. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, einmal die Fahne. Und dann natürlich auch noch die Alben. Das sind ja tatsächlich drei Stück. Also Teil 3, Teil 2 und Teil 1 sind ja ziemlich steil gegangen in den letzten Jahren bzw. Monaten, diese Herrschaften.
erinnern mich so vom Sound und auch von ihrem Auftreten her an so 187 Straßenbande in ihren Anfängen. Also so von der Themen. Ah ja, okay. Von der Themenwahl und generell so vom Erscheinungsbild von den Videos. Aber das soll jetzt nicht negativ gemeint sein. Die haben auf jeden Fall sehr viel Eigenes mitgebracht. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus vom Cover her, wie auch schon die Box. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase. Auf der Seite lesen wir 102 Boys und Asozial Allstars 3. Das ist natürlich etwas schwerer zu lesen. Hier recht klein, links und rechts. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl und wir haben hier wirklich für jeden einzelnen Track immer angeführt, wer von den 102 Boys mit dabei ist. Und wir haben auch Features mit dabei. Wir haben hier ein Feature von Kobik, muss ich ehrlich sagen, sagt mir nichts. Und dann haben wir Features noch von Donatello und inoffiziell Golden Boy. So, das sind die drei Fremdbeiträge. Ansonsten hier alles von den 102 Boys bestritten. Und es sind auch alle Tracks produziert von The Hash Click. The Hash Click. Also die produzieren ja jeden Track. Dann kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Also hier dürfte wohl ein Open Air stattfinden. Jawohl. Interessante Farbwahl auf jeden Fall. So dieses Schwarz und Neongrün. Oder Gelb ist hier immer am Start. Sehr minimalistisch gehalten. Also natürlich, wir haben hier Fotos, aber ansonsten hier einfach die Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer da mitgerappt hat. Dann haben wir noch die Infos zu den Produzenten, Artwork und Design. Okay, alles klar. So, dann haben wir die Album-CD. Die ist auch hier wieder mit Stacheldraht und grünen Blitzen. So sieht das aus. Und hier lesen wir auch wieder Asozial Allstars 3. Dann haben wir den zweiten Teil. Auch der sieht wieder ein bisschen so nach PlayStation-Cover aus. Wir haben hier die sieben Jungs mit Steckbriefen. Also sieht so aus wie so alte Kampfspiele, wo man da seinen Kämpfer wählt und der eben unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt. Asozial Allstars 2 ist das dann eben. Sieht so aus, also auch hier wieder mit Blitzen, allerdings in Orange. Wir haben hier dann 12 Tracks mit drauf. Und wir haben hier, schauen wir mal ganz kurz, ist leider echt schwer zu lesen, ob wir hier fremde, nein, also es sieht so aus, hier gibt es keine Features, hier sind lediglich die 102 Boys zuhören. Ja, hier unten ist scheinbar etwas weggebrochen, eventuell ziehe ich das dann mal um in ein neues Jewelcase. Ja, sieht so aus. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Also, dann schauen wir mal ins Booklet, wenn ich das hier rausbekomme. So. Ja, wie zu erwarten vom Design her, wie auch der dritte Teil. Sehr ähnlich gestaltet mit den Infos hier wieder auf der letzten Seite. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Ich hoffe natürlich, wenn die Box bei euch ankommt, dass das eine Jewelcase bei euch hier nicht beschädigt ist, so wie bei mir. Aber wie gesagt, eventuell werde ich es dann in ein heiles Jewelcase umziehen, das Ganze. So sieht die CD aus. Auf der Rückseite lesen wir dann auch wieder Asozial Allstars 2. So, packen wir wieder zusammen. Und dann kommen wir zum letzten, in diesem Fall dann zum ersten Teil der Trilogie. Und dieser heißt, wie überraschend, Asozial Allstars 1. Ja, wer hätte das gedacht? Hier auch wieder PlayStation Cover und diesmal blaue Blitze. Auch wieder ein reguläres Jewelcase. Und auf der Rückseite haben wir hier 15 Tracks. Und hier haben wir auch wieder Features mit dabei von Mr. Meta und inoffiziell Golden Boy. Und hier BHZ. So, dann schauen wir auch hier hinein. Da schaut das Booklet doch etwas dicker aus und auch deutlich hochwertiger. Jawohl, denn wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks plus auch die Lyrics. Das finde ich schön. Das wäre natürlich top, wenn man das für alle Alben, alle anderen auch noch so gelöst hätte. Aber so ist auf jeden Fall sehr schön. Also,
Hier haben wir jede Menge Text. Dann hier noch Fotos von Live-Auftritten. Und ohne Ende Lyrics. Sehr schön, so stellt man sich das vor. Gefällt mir gut, da kann man alles nachlesen oder mitrappen. Und dann kommen wir zum Abschluss. Und auch hier haben wir dann wieder noch ein paar Credits vermerkt und einzelne Fotos der Jungs. So, dann haben wir die CD. Auch hier wieder die blauen Blitze. So sieht die aus. Jawohl, Asozial Allstars 1. Also ein römischer Einser, den wir hier sehen. Und damit wäre die Trilogie vollständig. Also macht sie auf jeden Fall gut im Regal, wenn man die drei dann nebeneinander stellen kann. Sehr gut. Dann haben wir mit dabei ein paar Inhalte, die nicht mit Musik zu tun haben, also nicht direkt. Und zwar haben wir hier einmal eine Fahne, die ist relativ groß. Und zwar haben wir hier eine Fahne in Schwarz und Weiß. So, hier lesen wir oben groß die Zahlen 1, 0, 2. Darunter lesen wir dann hier in so einer Tagschrift Boys. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß und hat dann an den Ecken, an allen vier Ecken noch solche Schlaufen hier aus Stoff eingenäht. Bedeutet, ihr könnt das Ganze dann wunderbar mit irgendwelchen Nägeln oder anderen Sachen festmachen und in eurem Zimmer oder wo auch immer ihr möchtet aufhängen. So, jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo eine Info haben, was für Material das ist. Ah, ja, oh ja doch, das sieht gut aus. Und zwar haben wir hier 100% Polyester und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die Fahne mal zur Seite. Dann haben wir dieses Kartonschächtelchen hier. Hier haben wir einmal das Wappen, das Emblem Asozial Allstars. Lesen wir darunter. Sieht echt schön aus. So, hier lesen wir Made in China, vor dem ersten Gebrauch mehrmals heiß ausspülen. Alles klar. Also, es geht hier wohl um den Flachmann. Jawohl. Der hier in diesem schönen Karton kommt. Und auf diesem Flachmann haben wir dann das Logo, welches wir gerade auf dem Karton gesehen haben, hier nochmal mit Lasergravur verarbeitet. Also hier nochmal dieses Wappen und dem Asozial Allstars Schriftzug darunter. Rückseite ist blank und das Ganze kann man dann hier natürlich entsprechend aufschrauben und befüllen. Sehr schön. Also gibt, glaube ich, wenig, was mehr zu den Jungs passt als etwas, womit man saufen kann. Dann haben wir einen Wimpel, auch hier wieder dieses Wappen verarbeitet, der Wimpel in Schwarz und Rot gehalten, hier an der Seite auch noch mit Fransen, beidseitig bedruckt, so sieht das aus. Also es sind so klassische Wimpel, die man sich zum Beispiel ins Auto hängen kann, an den Innenspiegel und dann kann man dort die Asozial Allstars bzw. die 102 Boys representen. Einen einzelnen Sticker haben wir hier quadratisch. Es ist das Albumcover von Asozial Allstars 3. Das sieht so aus. Und dann haben wir hier noch einen Stickerbogen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker. Also hier einmal THC für The Hush Click. Dann haben wir hier 102 Boys. Dann nochmals 102 Boys. Hier nochmal und hier die Grafik, die wir vom Wimpel kennen. Und was ich besonders schön finde, ist dieses hier. Also, wir haben hier den guten Mann hier ohne Zahn. Und hier lesen wir, why is dentistry important? Also, das heißt so viel wie, warum ist ein Zahnarzt oder Zahnpflege, Zahnhygiene wichtig? Because even though he's missing an eyebrow, the first thing you notice is his smile. Genau das. Also, auch wenn ihm eine Augenbraue fehlt, das Erste, was dir auffällt, ist sein Lachen. Und da muss ich recht geben, also man schaut natürlich sofort auf den abgebrochenen, auf den fehlenden Zahn hier. Und hier lesen wir dann auch noch, well, that's some good marketing, lol. Ja, also das ist auf jeden Fall gutes Marketing, da kann ich nur zustimmen. Wunderschöner Sticker, kann man sich dann natürlich irgendwo aufhängen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Stickerbogen mit insgesamt 6 Motiven. Dann dieser quadratische Sticker, der nochmal extra dabei war mit dem Cover.
Der Flachmann mit der Gravur hier, mit dem Wappen. Der Wimpel der Asozial Allstars. Dann das Album, der erste Teil, Asozial Allstars Nummer 1. Der zweite Teil und das Album, um das es hauptsächlich geht, der dritte Teil. Also wir haben jetzt hier insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15, 12 und 15 Tracks. Das ist echt eine Menge, also das sind 42 Stück an der Zahl, die uns hier Chapo, Stax, Addict, Kuba, Scoop und Duke beschert haben. Das ist echt eine Menge. Und wir haben natürlich auch noch die Fahne, die ich jetzt schon fast wieder vergessen hätte. Diese Riesenfahne hier ist natürlich auch noch dabei. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Asozial Allstars 3 von den 102 Boys. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 102 Boys unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.